Herzlich willkommen bei B11, Lektion 1, Teil 2. In diesem Teil haben wir folgendes Lernziel, und zwar, ich kann eine Personenbeschreibung verstehen. Eine Personenbeschreibung, yani wasf le shakhs. Und wir haben in diesem Teil einen Hörtext. In dem Text spricht die Amelie vom ersten Teil. Und sie spricht über vier Personen, die ihr sehr wichtig sind. Das sind hier die vier Personen, über die unsere Amelie spricht. Und die Aufgabe heißt, ihr wart in den letzten Monaten besonders wichtig für mich. Intu kuntu fi shuhur al-akhira muhimmin jiddan, au yani muhimmin bishakl kibir binisbali. Jetzt hier besonders wichtig, sei total wichtig, wahnsinnig wichtig, sei ma shufna fi guzl awwalin. Toi, jetzt, wer sind die Personen in B? Was meinen Sie? Sie sollen hier Ihre Meinung sagen. Hina inta matlub minnak in inta tuqul ra'yak wa bitqul ra'yak aw takhminak an tariq jumlat masalan ich glaube. Jumlat ich glaube, zay ma kunna arfin dayman, aqdar astakhdimha bidas sats. Tamam, zay ich denke, yani hna kunna shufna qabl kida ich denke wa andi kaman ich glaube. Mumkin astakhdimha ma'aha das sats, fabittali das verb steht am Ende. Oder ich kann das auch jetzt ohne einen Das-Satz benutzen. Dann kann ich direkt sagen, zum Beispiel hier oder auf dem ersten Foto, die Frau in Rot. In Rot, yani sitte il lebsa masalan ahmar. Ja, das Mädchen in Schwarz. Sitte il lebsa aul bint il lebsa iswit. Ich kann sagen, ich glaube, dass die Frau in Rot, auch hier hinten katbin die ältere Dame, sitte il shaklaha kibir shwaya, yani. Ich sage aber, ich glaube, dass die Frau in Rot vielleicht Emilys Großmutter ist. Oder ich kann auch sagen, ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, die Frau in Rot ist Emilys Großmutter. Was glauben Sie, wer sind die anderen Personen? Sie können das gerne in den Kommentaren schreiben. Okay, lesen wir hier die Wörter zusammen. Beste Freundin, Sadiqa al-Muqarraba, Großmutter, Al-Jidda, Kollege, Al-Zamil, Mitbewohnerin, Zamilat al-Sakan, Nachbarin, Al-Gara, Nichte, al-Hiya bint al-Akh au bint al-Ukht, wa ibn al-Akh au ibn al-Ukht heißt Neffe. Das ist A1, ne? Professor, Al-Professor, Tagama. Und Tochter vom Nachbarn, Ibnet il-Gor. Toi, Gor yani Nachbar, bas. Il-Endiba, e fikrita, au hiya li mawjuda, das erfahren wir dann bei der Grammatik. Da hanarafu fi il-Grammatik. Okay, schön. Toi, ich zeige direkt, wer die Personen sind. Und wir hören jetzt den Text einmal zusammen. Sie können aber den Text zweimal oder dreimal hören, das ist kein Problem. Bis ana hawariku, yani direkt humamin, leinu, عشان نقدر نحل الأفكار الجاية. Tamam, also Nummer 1, Tochter vom Nachbarn, Nummer 2, Mitbewohnerin, Nummer 3, Großmutter und Nummer 4, das ist der Professor. Okay, schön. Jetzt, hier, das ist eine wichtige Aufgabe. Bei dieser Aufgabe haben wir verschiedene Aussagen. Aussagen bedeutet Sätze. Und Ihre Aufgabe hier, notieren Sie die Nummern aus B, also 1, 2, 3 oder 4. Hören Sie dann und vergleichen Sie, ja, egal. Aber ich meine, wir haben hier verschiedene Aussagen, die jetzt von den Personen erzählen oder jetzt Aussagen, die zu diesen Personen passen. يعني عندنا جمل مناسبة لوصف الأشخاص الأربعة اللي إحنا شفناهم في الجزء اللي فات. فسي sollen hier die Zahl schreiben, 1, 2, 3 oder 4. Zu wem passt diese Aussage, zu wem passt diese Aussage und so weiter. هي يعني Emily اتكلمت عن مين لما قالت الجملة دي. تمام؟ Okay, lesen wir die Aussagen zusammen. Nummer 1. Du bist eine hübsche und eine kluge.
Das hilft uns auch bei der Grammatik später. Inti, yani wahda jamila wa Mit deiner Lebensfreude und deinem Humor bist du mein größtes Vorbild. Die Lebensfreude, das bedeutet hubbelhai. Also, wenn ich sage, er ist voller Lebensfreude, huwa malyan, huwa had, yani mali bhubbelhai. Tamam? Humor, der Humor, yani humor, au ruh al-du'aiba, yani. Er hat viel Humor, huwa, genau, ruh al-du'aiba an du'alia. Okay, und das Vorbild, el huwa el role model, au el الشخص اللي انا ببقى عايز اكون شبهه في الحياه يعني مثلي الاعلى يا اش كان هي فراغن wer ist dein vorbild im leben مين مثلك الاعلى في الحياه اوكي weiter wir haben uns gegenseitig nachhilfe gegeben nachhilfe nachhilfe يعني ده شخص خصوصي يعني اللي هو ايه wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht gut in Mathe ist, ja, dann braucht er Nachhilfe in Mathe. Ich brauche Nachhilfe in Mathe. Warum? Ich bin nicht gut in Mathe. Ana mish kweis, fa mahtag Nachhilfe. Das ist hier ein Tippfehler, Entschuldigung. Ja, genau. Okay, schön. Und gegenseitig, das bedeutet, ich gebe dir Nachhilfe, du gibst mir Nachhilfe. Yani, ihna l'tnin edina hagat l'ba'd, fa ihna l'tnin edina l'ba'd Nachhilfe. طيب, du bist streng und kritisch, aber auch fair und sympathisch. Kulli kalimat di ihna shufnaha, wir haben das jetzt in dem letzten Teil gesehen. Vielleicht sympathisch haben wir gehört, aber noch nicht gesehen. Sympathisch, das bedeutet nett. Yani, sympathisch, das ist ein anderes Wort für nett. Man sieht diese Person und vom ersten Mal oder vom ersten Treffen, dann liebt man diese Person oder man mag diese Person. Hat die gedacht, ich habe mir in Lachse l'Ula, ja. Hat so lief, lotiv, ja. Ist ein anderes Wort für nett oder freundlich oder so. Okay. Und Nummer 5. Du bist ebenso ordentlich wie vernünftig. Ebenso wie, das bedeutet und. Yani, عايزة أجمع صفتين فبقول ebenso كذا wie كذا. Du bist ebenso nett wie zum Beispiel aufmerksam oder so. Okay, machen wir weiter. Ja, Nummer 6. Meine Bewerbungsunterlagen für das Stipendium waren perfekt, weil du mir dabei geholfen hast. Die Bewerbungsunterlagen, dieses Wort besteht aus zwei Wörtern. Die Unterlagen, die Dokumente, auch المستندات يعني تمام دي بابيره الورق und die Bewerbung التقديم application فايش كان sagen das ist jetzt ein Nomen die Bewerbung um einen Job التقديم على شغلانه dieses Nomen stammt eigentlich jetzt vom Verb sich bewerben um sich bewerben um اللي هو بيقدم على das ist wieder ein sich Verb und ein Verb mit Präposition الاثنين فبالتالي er hat sich um einen neuen Job beworben unregelmäßig يعني هو كل الحاجات في بعض unregelmäßig ومعاه sich ومعاه فer hat sich um einen neuen Job beworben هو قدم على شغلانه جديده okay und dann die Abenteuerlust Entschuldigung, das haben wir noch nicht gelesen. نرجع تاني هنا بقى meine Bewerbungsunterlagen اللي هو المستندات بتاعتي او الورق بتاعي اللي بقدم بيه على شغلانه او هنا في das Stipendium على المنحه scholarship waren perfekt كانت عظيمه جدا weil du mir dabei geholfen hast عشان انت ساعدتني فيها. Nummer 7, du hast mir mit deinem Mut und deiner Abenteuerlust geholfen. ساعدتني بالشجاعه بتاعتك احنا شفنا wir haben gesehen mutig شجاع und Mut, das ist jetzt das Nomen, الشجاعة. Abenteuerlust, das bedeutet also die Abenteuerlust, حب المغامرة. فأنت ساعدتني بشجاعتك وحبك للمغامرة. Du hast mich immer unterstützt. Unterstützt, شفناه برضو في الجزء الأولاني. Unterstützt bedeutet ساندتني. Und mich für das Stipendium vorgeschlagen. Vorschlagen. Vorgeschlagen, es ist nicht neu, رشح أو يعني اقترحني, هنا بمعنى رشحني, للمنحة. Deine Arbeit als Archäologin hat meine Studienwahl beeinflusst. وهنا عندي كذا حاجة, عندي die Wahl, das ist das Nomen von dem Verb wählen, die Wahl هو الاختيار,
Mischen muss also sein, Akiviani. Okay. Die Wahl, sorry, Alex. Die Wahl kommt vom Verb wählen. Wählen, ichtor, ubeteli die Wahl, elektior. Und beeinflussen, das ist sehr wichtig. Beeinflussen, yani, yuathir, wenn ich sage, die neue Schule, Entschuldigung, die neue Schule beeinflusst meinen Sohn negativ. Yani, die neue Freundin oder jetzt beeinflusst positiv. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Verb. Ein sehr wichtiges B1-Verb. Für deine Arbeit als Archäologin in die Schulantik Wahda, yani in Studienwahl betrachtet, alle Ichtiori le Studium betrachtet, Ichtiori le Drosa. Und dann 10, du bist großzügig und unterstützt mich auch diesmal finanziell. Mafisch ba muskelan, die großzügig Karima. Ich hoffe, näher, jetzt, wir haben das bei diesem im letzten Teil gesehen. Und unterstützt Bizandini beschäklementi, finanziell. Okay, schön. Jetzt, wir hören den Hörtext, wir hören den Text. Hören Sie ruhig zweimal oder dreimal, kein Problem, bis Sie diese Übungen lösen oder bis Sie hier, bis Sie die Übung lösen können. Okay. Aufgabe 4b und c. Aber ich fahre ja jetzt für 2 Jahre nach Bulgarien. Und da wollte ich gern die Menschen einladen, die mir bei der Bulgarien-Entscheidung geholfen haben. Da wart ihr alle in den letzten Monaten besonders wichtig für mich. Diese Hübsche hier neben mir heißt Franziska. Sie ist die Tochter von meinem Nachbarn und ich habe ihr 3 Jahre lang Latein-Nachhilfe gegeben. Ach. Aber nicht nur du hast von mir gelernt, liebe Franzi, auch ich habe von dir gelernt. Als ich dir von der römischen Siedlung erzählt habe, die man in Bulgarien gefunden hat, hast du gleich gerufen, cool, da musst du hin. Du hast also auch mir Nachhilfe gegeben. Nachhilfe in Mut und Abenteuerlust. Wenn ich wiederkomme, bist du schon ziemlich erwachsen. Aber keine Sorge, du bist so eine kluge. Auch ohne meine Nachhilfe wirst du deinen Weg schon machen. Dann zu dir, liebe Sabine. Wer sie noch nicht kennt, Sabine ist meine Mitbewohnerin und man kann sich keine bessere wünschen. Denn Sabine ist die ordentlichste, die ich kenne. Sogar unsere Gewürze in der Küche hat sie alphabetisch geordnet. Sabine ist immer vernünftig. Also, genau das Gegenteil von mir. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich nicht so wahnsinnig vernünftig bin. Gar nicht. Sabine hat mir geholfen, die Unterlagen für meine Bewerbung fertig zu machen. Schließlich war alles so perfekt, dass ich mich leicht gegen meinen Konkurrenten durchsetzen konnte. So mussten sie mir das Stipendium einfach geben. Danke dafür. Bitte, bitte. Nun zu meiner lieben Omi. Sie ist selbst Archäologin und hat den Männern schon früh gezeigt, was Frauen so alles können. Bereits als junges Mädchen ist sie mit einem Kollegen in den Libanon gereist. Dieser Kollege wurde dann später mein Opa. Die Erinnerungen von meinen Großeltern waren immer so spannend, dass ich mich entschloss, dass ich selbst Archäologin werden wollte. Liebe Omi, du bist mein größtes Vorbild. Bleib so, wie du bist. Voller Lebensfreude und Humor. Ich hoffe, ich werde einmal wie du. Danke auch, dass du mich immer großzügig unterstützt hast und mir auch jetzt die Reise finanzierst. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Und zu guter Letzt mein ebenso strenger wie sympathischer Professor. Er hat mich für das Stipendium vorgeschlagen. So kritisch er auch sein kann, er hat mich immer unterstützt und war immer fair. Ich habe großen Respekt vor seinem Vertrauen zu mir. Danke für alles. Ich werde euch so vermissen.
Ihr seid einfach die Besten. Auf dich, Amelie! Auf dich, Amelie! Okay, super. Ich werde jetzt die Antworten zeigen. Sie können hier stoppen und nochmal hören. Okay. Ja, also ich muss jetzt nicht nochmal lesen. Ich lese im Orateni, das habe ich ja schon einmal gelesen. Das sind hier nur die Antworten und das können Sie vergleichen mit dem Hörtext. Schön, das war's für diesen Teil. Das ist hier die Hausaufgabe. Danke und bis zum nächsten Video.